Herzlich willkommen zur wissenschaftlichen Tagesschau heute, zur Talkshow Freie Argumente Plattform. Und wir haben, ja, kann man sagen, den Entwickler der freien Argumente Kultur und ein Mitglied auch des Orga-Teams der Frackpartei, der ersten Frackpartei, da den berühmten Jürgen Wagner, auch Öff-Öff genannt, Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger, Stefan Raab und ganz vielen öffentlich-rechtlichen Fernsehberichten, als wohl der vielleicht radikalste Aussteiger Deutschlands, der auch Kommunenprojekte, also das, was wir Ministaaten vielleicht nennen, Staaten im Staate, Ministaaten, anstrebt und daran arbeitet. Und diese unterscheiden sich von, es gibt ja hunderte Kommunen in Deutschland, die haben aber alle das Problem, dass die alle von vornherein schon als Sackgasse konstruiert sind, weil ihnen die freie Argumentekultur fehlt und damit die Weiterentwicklungsmöglichkeit, die Fähigkeit, die Möglichkeit zur Entwicklung einer fundierten Verfassung fehlt, weil eben nicht alle Argumente in den meisten Kommunen auf den Tisch kommen können und dürfen und so weiter, weil ja, viele Kommunen einfach gewisse sektierische Züge auch drauf haben und das Denken begrenzen und das Argumentieren begrenzen oft. Und insofern sozusagen ist diese Art von Kommunen, die Frack-Kommunen, die freie Argumentekultur-Kommunen sozusagen, haben die größte Chance, die Doppelschienigkeit sozusagen darzustellen, nämlich wir können das Land verändern mit politischen Parteien. Manche sagen, wir könnten es auch noch mit einer verfassungsgebenden Versammlung verändern. Da muss man erstmal sehen, ob das jemals gelingt, ne? Aber man kann natürlich das Land verändern mit einer neuen politischen Partei, also einer Frackpartei, in der Hoffnung, dass die Basis irgendwann noch eine Frackpartei wird. Und sich dann vielleicht sogar so nennt irgendwann. Oder man kann die zweite Schiene gehen. Kommunenaufbau mit freier Argumentekultur und sozusagen Ministaat im Staate. Und das auf höchstem Niveau sozusagen. Und das könnten dann Kommunen sein, die richtungsweisend werden und die vielleicht die ganze Gesellschaft infizieren könnten im positiven Sinne. Habe ich das ungefähr richtig dargestellt? Erste Frage, weil ich bin ja noch bei der Anmoderation. Habe ich das überhaupt halbwegs richtig dargestellt, so die Grundgedanken? Bitte gleich sprechen. Moment, Moment. Jetzt. Super, sehr gut dargestellt. Ja. Und jetzt beginne ich mit meinem ersten Wortbeitrag und da zeige ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, wir arbeiten jetzt mit Redezeituhr und ich zeige Ihnen hier mal unser erstes Schaubild, denn wir haben beim Weltrat und den Next Scientists for Future gibt's was ganz Neues und dann bin ich mal gespannt, was der Herr Wagner, wie weit er dem mitgehen kann. So, jetzt beginne ich also meinen ersten inhaltlichen Beitrag nach der Vorstellung von Herrn Wagner. So, es geht los. Die Next Scientists for Future haben von dem, der Weltrat stellt ja einen hohen Anspruch, er sagt, es sei ihm gelungen, den Abschluss der sogenannten Epoche der Aufklärung erreicht zu haben. Also wir haben ja so Namen, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Darwin, Wallace, Dawkins und jetzt Weltrat und Next Scientists for Future. Natürlich geht die naturwissenschaftliche Forschung immer weiter. Man wird Details über das Universum erfahren, die man heute noch überhaupt nicht erahnt. Aber die Frage bei der Aufklärung war ja, was muss der Mensch wissen, um sozusagen wieder
ein gesundes, glückliches Leben zu führen zu können? Was muss er wissen, um vielleicht von irgendwelchen Dogmen befreit zu werden? Ich meine, es macht mich jetzt nicht auf Anhieb glücklicher, wenn ich sozusagen erfahre, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel und dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgedreht oder so. Das macht mich nicht auf Anhieb glücklicher. Ja, das ist sozusagen, das ist nicht direkt glücklicher machend, aber es ist eben auch ein Aspekt der Aufklärung. Und dann kam eben dazu, wie Leben funktioniert und so weiter. Und wir hatten in letzter Zeit versucht, so mit den Leuten immer unser neues naturwissenschaftliches Weltbild zu diskutieren und haben dabei das Menschenbild etwas sträflich vernachlässigt, wie wir jetzt gesehen haben. Aus manchen Talkrunden-Erfahrungen haben wir jetzt geschlussfolgert, wir müssen das Menschenbild an die erste Stelle rücken. Ja? Und wie lautet denn jetzt das neue Menschenbild, ja, der Naturwissenschaften? Nämlich so, dass der Mensch von heute leider oft und allzu oft und fast immer ein Lobbyist wie der Willen ist. Ja? Ich erkläre das jetzt anhand des Schaubildes. Ich zeige jetzt den Zuschauern einen großen Kuchen. Einen Kuchen, ein rundes Ding halt einfach, ja? Und dieser große Kuchen, das muss man sich so vorstellen, an den breiten Rändern dieses Kuchens befinden sich die Sparten der Gesellschaft. Ich nenne mal einige und zeige den Zuschauern einige, wo ich sie jetzt mal provisorisch einzeichnen würde, ja? Hier zum Beispiel die Sozialsparten und ihre vorteilbringenden Irrtümer sozusagen. Dann haben wir zum Beispiel hier die Gesundheitssparten. Im Moment erleben das viele Menschen, dass sie erleben irgendwas, die Gesundheitssparten. Viele Leute denken im Moment, dass die Gesundheitssparten irgendwie der Welt großen Schaden zufügen. Ja, dass also unser Leben schwer beschädigt wird, die Wirtschaft schwer beschädigt wird und so weiter. Und dass ja, diese Leute meinen ja, dass das ohne zwingende Not geschehe. Sie unterstellen also quasi in einer gewissen Weise, dass da die Medizin, die Gesundheitssparten, die Impfsparten und so weiter gewisse vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, die sie selbst möglicherweise glauben. Manche unterstellen allerdings auch, dass es da ein paar Verschwörer gäbe, die da einen kriminellen Plan ausgeheckt hätten. Das glauben wir Naturwissenschaftler weniger. Das mag es im Einzelfall ab und zu geben. Aber wir glauben eher dran, dass es sich um vorteilbringende Irrtümer handelt, die von den Gesundheitssparten selber geglaubt werden und sie merken gar nicht, dass sie um des Profites willen sozusagen überzogen die Gefährlichkeit von Mikroorganismen darstellen und dadurch sozusagen die ganze Welt beschädigen, aber dabei selbst Milliarden verdienen. Na, denn alle Maßnahmen, die im Moment getätigt werden, sozusagen, werden ja ganz teuer abgerechnet. Ja, und so, wir haben dann die Rüstungssparten, die Sparten innere Sicherheit, zu der auch die Rechtsanwälte gehören, über die Dawkins als erster nachdenklich gesprochen hatte. Und so haben wir an den Rändern des Kuchens unzählige Sparten. Und jede Sparte versucht quasi mit großen Eckzähnen ein riesiges Stück aus dem Kuchen herauszufressen. Ne? Und das ist aber nicht bewusst. Es ist keine böse Absicht, sondern jeder Vertreter der Sparte ist gewissermaßen ein Lobbyist wider Willen, weil er will ja nicht die Unwahrheit sagen. Er glaubt ja die vorteilbringenden Irrtümer, die er im Studium gelernt hat.
Und ich mache es am Beispiel jetzt, ich war ja auch Teil der Gesundheitssparten als junger Student und dann Psychotherapeut und Psychoanalytiker, war ich ja ganz normaler Teil der Gesundheitssparten und habe nicht erkannt, dass ich da lauter vorteilbringende Irrtümer im Studium gelernt hatte, durch die ich ein Lobbyist wider Willen geworden war, denn ich wollte ja keine Irrtümer lehren, sondern Vorteile lernen. Ich habe ja dann auch Psychotherapeuten ausgebildet an Institutionen und so weiter, habe Lehranalysanten gehabt und so weiter und habe nicht gewusst, dass ich ja ein Lobbyist wider Willen bin, dass ich also quasi ein Geschäftsmodell mit vorteilbringenden Irrtümern übernommen hatte und in der Illusion lebte, ich könnte Menschen helfen, glücklicher und gesünder zu leben mit zum Beispiel psychoanalytischen Konzepten, wo ich heute weiß, das ist unmöglich. Aber ich habe die vorteilbringenden Irrtümer geglaubt, war Lobbyist wider Willen, habe es gut gemeint. Aber als ich es dann verstanden habe, musste ich natürlich diesen Beruf wieder niederlegen, denn sozusagen egal in welcher Institution ich arbeite oder in welcher Klinik ich dann gearbeitet habe und so weiter, man erwartet von mir, dass ich nach den Regeln der Kunst Psychotherapie durchführe. Und wenn ich dann mit einer ganz anderen neuen Technik, wie zum Beispiel der VIA, der Vorteile bringende Irrtümerabbautherapie, gearbeitet hätte, dann hätten das weder die Kliniken noch die anderen Arbeitgeber geduldet, sondern ich sah nur einen Weg, ich habe einfach aufgehört, auch beim Caritas und bei der Diakonie und überhaupt in allen Bereichen einfach aufgehört mit Psychotherapie, weil eben alle natürlich von mir gefordert haben, entweder du arbeitest nach den Regeln der Kunst oder eben gar nicht, ja, sozusagen. Und von daher habe ich also erkannt, ich war ein Lobbyist wider Willen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte jetzt natürlich auch noch Lobbyist vieler anderer vorteilbringender Irrtümer sein, die mir noch nicht aufgefallen sind. Deswegen heißt das Motto der heutigen Talkshow, bitte Herr Wagner und andere, die jetzt leider nicht da sind, sagen Sie mir, wo Sie denken, dass ich immer noch Lobbyist wider Willen bin, dass ich immer noch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten im Kopf habe und mir das noch nicht bewusst ist, helfen Sie mir, dass der Satz erfüllt wird, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zu einer besseren Welt und ich möchte ja in einer besseren Welt glücklicher leben. Also helfen Sie mir, decken Sie bei mir eventuelle mögliche vorteilbringende Irrtümer auf, teilen Sie mir mit, wo ich LWW bin, also Lobbyist wider Willen, und wo ich ein LWWW, also ein Lobbyist wider Willen Weltbild immer noch habe. Und ich rege an, dass auch unsere Talk-Gesprächspartner, in dem Fall der Herr Wagner, auch diese Frage stellen sollten, auch in jeder Talkrunde in Zukunft. Ja, wo bin ich, Jürgen Wagner, eventuell noch Lobbyist wider Willen? Wo habe ich, schleppe ich vielleicht noch den einen oder anderen vorteilbringenden Irrtum irgendeiner Sparte mit mir herum? Und in diesem Prozess sieht jetzt der Weltrat und Next Scientists for Future sozusagen die Krönung des Ganzen, weil sonst einfach Folgendes passiert. Wenn man nicht über das Lobbyist, über LWW, Lobbyist wider Willen und über vorteilbringende Irrtümer spricht und also diesen Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, diesen Weg nicht geht, dann hauen sich die Leute einfach mehr oder weniger aggressiv, abwertend, beleidigend gegenseitig ihre unterschiedlichen Weltbilder um die Ohren und keiner reflektiert seines sozusagen, weil ja keiner sich fragt, ah, könnte es denn sein, dass ich selber Opfer von vorteilbringenden Irrtümern bin?
parasitären Memenkiller, Viren des Geistes, dass ich selber ein Lobbyist wider Willen bin. Und mit dieser Stufe glauben wir, dass wir die höchste Stufe der freien Argumentekultur erreicht haben, nämlich dass wir auf diese ganz hohe Ebene gehen müssen, der Selbsthinterfragung, der Selbstwerdung über den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus in unseren Köpfen. Ja, sozusagen der Kapitalismus verwandelt uns über vorteilbringende Irrtümer in seine Lobbyisten, die sein System verteidigen, seine Profitmöglichkeiten verteidigen und so weiter. Jetzt habe ich 11, fast 12 Minuten geredet und jetzt ist der Herr Wagner mit seinem ersten Vortrag dran, kann sich auch 12 Minuten Zeit lassen, circa, und kann jetzt sagen, wie er dazu steht und wie er das sieht und so weiter. Ja? Ja, Herr Wagner, in 3 Sekunden können Sie loslegen. Ne? Ja, danke schön, danke schön. Also ich kann dem... Klappt es? Hört man mich gut? Sehr gut. Ausgezeichnet. Also ich kann dem sehr zustimmen und finde das toll, dass die Orientierung auf freies Denken, freie Argumentekultur so verknüpft ist dann auch mit dem Ansatz, dass Selbsterkenntnis der Schlüssel zur großen Veränderung ist. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man wirklich diese kritischen Fragen, so eine tabulose Kultur des kritischen und selbstkritischen Fragens zur Grundlage macht. Da hat jeder immer 1000 Fallen, in die man so reintrappt, wo man irgendwie diesen eigenen kleinen Interessen verhaftet ist und nicht das macht, was mit vernünftigem Blick aufs Ganze das Richtige ist, also sozusagen mit Blick auf das große Puzzlebild, dass man guckt, wo hat alles seinen rechten Platz und sein rechtes Maß und sich daran orientiert. Und ja, ich glaube, dass eine der wichtigsten Fragen ja auch ist, auch wenn wir jetzt überlegen, was kann die Menschen verändern, was kann sie motivieren, was kann sie dazu bringen, auch politisch zu verändern, vielleicht so eine Fragpartei mitzumachen oder zu wählen oder in Kommunen zu gehen. Die Frage ist ja, was kann sie ausreichend motivieren? Und wir stellen fest, dass die Menschen ja festgefahren sind in ihren Scheuklappenblicken, in ihren Splitterinteressen, in ihrem Tellerrandhorizont. Und da ist so eine ganz wichtige Schwelle, wo man sich aus meiner Sicht sehr gründlich Gedanken machen muss, was die Motivation des Menschen so weiten kann. Und ich kann dazu ein paar zentrale Dinge, die aus meiner Sicht wichtig sind, die ich auch an mir versuche so zu betonen oder so stark auszuarbeiten, dass sie wirklich Leitmotive sind. Das kann ich gleich erklären. Ich sage dazu, wer das genauer anschauen will, also einerseits ist ja das sage ich immer bei den Talks jetzt auch oder überall, wo ich im Moment mich rumtreibe auch, in irgendwelchen Austauschmedien, da sage ich immer, dass ich versuche, mich so stark wie möglich zu konzentrieren aufs Allerwichtigste und die Hebel, von denen ich denke, die liegen mir so am besten in der Hand. Und da freue ich mich, dass ich mit dem Dylan hier, meinem Gesprächspartner, dass wir schon seit geraumer Zeit auch neben diesen Frag-Talks, dass wir da auch Forenexperimente machen. Einerseits dieses Forum Weltrettung, ja danke, aber wie? Und andererseits jetzt seit einiger Zeit läuft ein Experimentalforum www.freie-argumente-kultur.net. Und ich werde mich immer mehr dahin konzentrieren, dass ich da so in diesem Forum ansprechbar bin, so nach dem Motto, was ich da verfolge, mit geeigneten oder geeignetsten Leuten über die wichtigsten Dinge sprechen in der besten Austauschform.
oder Technik. Und da kann ich sagen, dass es zu dem Thema jetzt, worüber wir reden, wie ist das mit der Selbsterkenntnis als Schlüssel zu der ganzen großen Veränderung und wie ist es mit der Motivation, die beim Menschen eine ganz neue Kraft bekommen muss, damit er aus seinen Splittern rauskommt. Da hat meine Frau ein wissenschaftliches Buch zugeschrieben, das trägt den Titel Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit bzw. globale Verantwortung, globale Identifikation statt Bruchstücksdenken oder Vergeltung. Das gibt es kostenlos downloadbar auch auf ihrer Projektseite lilitopia.de bei Veröffentlichungen. Und da ist vieles von dem, was ich da jetzt anspreche, noch sehr viel detaillierter nachlesbar. Aber ich komme mal auf den Punkt. Wenn wir annehmen, dass ein wirklich verantwortliches Denken und Handeln ein Denken ist, was wirklich nach dem großen Puzzlebild geht, also alle Teile, wo haben sie ihren rechten Platz, wo haben sie ihr rechtes Maß, und ich bevorzuge nicht irgendwelche Lieblingsteile, ich reiße da keine Teile raus, um da irgendwelche Lieblingsbilder draus zurechtzustückeln, sondern es geht mir wirklich um dieses Gesamtpuzzlebild. Jedes Teil kriegt seinen rechten Platz, sein rechtes Maß im Ganzen. Nehmen wir an, das wäre die richtige Orientierung. Und ich meine, es kann ja sonst eigentlich nicht richtig gut gehen. Ne? Also nehmen wir allein unter Menschen. Wenn da jemand irgendwie an ein Steuerruder rankommt und er denkt nicht an alle gleichermaßen, sondern er bevorzugt wieder entweder sich selbst oder irgendwelche Lieblingsklüngel, dann werden die anderen ja nicht das Vertrauen zu ihm haben, dass er wirklich zum Wohle aller oder des Ganzen agiert. Also da würde man voraussetzen, dass er nicht irgendwie willkürliche Bevorzugungen durchführt, sondern wirklich aufs Ganze schaut und auch bei den Menschen, um die es dann geht, wo haben die jeweils ihren passenden Platz, ihr passendes Maß im gesamten sozialen Zusammenhang. Also diese Orientierung, so nach dem großen Puzzlebild zu gehen, das werden wahrscheinlich ja alle als die Orientierung ansehen, der man dann auch vertrauen kann. Also dass dann nicht jemand sein eigenes Ding vorneweg und überbetont verfolgt. Und was kann dafür eine tragfähige Motivation sein? Also oft höre ich dann, dass es Verbundenheit braucht. Also wenn die Welt um mich herum von mir abgetrennter Splitterkram sind und ich bin da ein solcher Splitter, warum sollte ich, wenn ich da diesen gar keinen intensiven Bezug, keine Verbindung habe, warum sollte mich das groß kümmern? Das andere kann neben mir stehen und ist aber auch nur neben mir. Also das bin nicht ich, das ist nicht mein Erleben. Also warum sollte ich motiviert sein, mich darum zu kümmern oder um andere Menschen, die so wie solche getrennten Splitter neben mir stehen? Warum soll ich sagen, die sind genauso wertvoll jetzt in meiner Handlungsorientierung wie ich selbst? Ich hätte nicht die innere Verbundenheit, den inneren Drang, die innere Erfüllung dabei, wenn ich denke, das sind abgetrennte Splitter und da habe ich nichts von. Und dann wird ja häufig gesagt, ja, man kann ja darauf achten, was haben denn die anderen Wesen oder Dinge um einen herum mit einem gemeinsam. Das ist auch schon gut, darauf zu achten, und das kann schon eine gewisse Verbundenheit erzeugen. Aber es wird eine ungleichmäßige Verbundenheit sein und eine, wo der andere Mensch ja nie diese Intensität hat des Erlebens wie mein eigenes Inneres. Das heißt, wenn ich nur drauf schaue, was gibt's an Gemeinsamkeiten, sozusagen an Schnittmengen mit dem anderen, dann wird das immer nur teilweise sein, es wird ungleichmäßig sein und es wird immer verzerrt sein. Also ich selber werde einen unverhältnismäßigen Wert für mich haben als die anderen Menschen neben mir. Das heißt, genau betrachtet reicht es nicht, dass ich mein Ganzes bin und andere haben auch ein Teilstück davon mit oder Anteil an einem Teilstück, sondern ich müsste eine ganz andere Identifikationsintensität oder ein Identifikationshorizont, eine Identifikationsdimension gewinnen, die sozusagen mir sagt, ich bin das Ganze. Und damit bin ich hauptsächlich identifiziert. Ich bin nicht mit einem Splitter mehr identifiziert als mit den anderen. Ich bin das Ganze und dann passt es
auch, dass ich jedem so seinen Platz und sein Maß gebe, weil ist das, was mir am meisten gut tut. Würde es aber nicht, wenn ich zu, sagen wir, 100% nur ein Splitter bin und mit anderen nur teilweise Berührungspunkte habe. Und das ist das, was mich seit meiner Jugend, wo ich da so aufgewacht bin, dafür in mir, ja, zu schauen, wie kann ich mich am besten orientieren. Was ganz faszinierend ist, also andere nennen das so als Einheitsgefühle und ich glaube, der Herr Dillon nennt das eben ozeanisches Einheitserleben oder so ein Rausch auch, so ein rauschhaftes Erleben. Jedenfalls, es gibt für uns Menschen das, was ich auch dann eben erlebt habe und ich habe es erlebt vor allem dadurch, dass ich mich mit meiner Vernunftseele beschäftigt habe. Es gibt die Möglichkeit, sozusagen in uns den Kanal einzustellen, den Bewusstseinskanal. Ich kann den so einstellen, dass ich sage, ich lebe für meine Tellerrandinteressen. Und die allermeisten Menschen machen das und denken da auch nicht viel weiter. Ich kann aber auch sagen, also mein Körper ist sowas wie ein Radiogerät und da kann ich verschiedene Kanäle einstellen. Ich kann mich auch in diese Kanäle rein manövrieren. Und einer dieser Kanäle ist eben das kosmische Bewusstsein oder göttliche Bewusstsein, wo ich mich mit dem Gesamtbewusstsein, ne, manche können es auch Weltgeist oder wie auch immer nennen. Und ich glaube, das geht. Der Witz ist, man kann diesen Kanal in sich einstellen und dann ist die Identifikationsdimension explodiert sozusagen. Oder es gibt dann auch eine Motivationsexplosion. Mich bewegen nicht mehr die kleinen Splitterinteressen mit ihrer Splitterenergie, sondern es bewegt mich das Gesamtinteresse mit diesem großen Flow, diesem Flow des Lebens im Ganzen. Und ja, aus dieser Dimension heraus glaube ich, ich weiß, wie schwierig es ist, sich vorzustellen, dass jetzt viele Menschen diesen Bewusstseinsprozess so mitmachen. Aber ich sehe als tragfähige Basis für Handlungsorientierung, für diese gesamtverantwortliche Handlungsorientierung, sehe ich eigentlich, dass es nicht anders gehen wird. Weil ohne diese Dimension bleiben die eigenen Splitterinteressen immer höherwertig als die der Menschen neben mir oder der Menschen der Zukunft. Und eigentlich macht es mir das unmöglich, zum Beispiel dann zu sehen, es ist irgendwo sinnvoll, vielleicht sogar mein Leben zu opfern für andere Menschen, weil deren Rolle oder Wichtigkeit ist entsprechend es wert für die Weltentwicklung. Das braucht eigentlich diese Identifikationsdimension, diesen Dimensionssprung und diese Motivationsrevolution. Und ich finde das ganz toll, wenn wir da eben so von verschiedenen Seiten uns mit diesem Thema beschäftigen und wenn wir so dazu kommen zu sehen, der Schlüssel für die große Veränderung ist diese Beschäftigung mit sich selbst, um sich dann mit dem Ganzen zu identifizieren. Ja, das mal dazu und gebe ich dann erstmal weiter wieder. Ja, dann haben wir jetzt auch wieder 12 Minuten gehabt und jetzt eröffne ich die nächste Runde. Ja, ich denke, ich habe es richtig verstanden. Das geht halt darum, dass das, was ich dieses ozeanische Gefühl, also dieses in Liebe mit der Welt sein beschrieben habe, das machen Sie, Herr Wagner, eben sozusagen zum ganz starken Punkt sozusagen. Den Egoismus, der eventuell sich im Kapitalismus auch gegen die Mitmenschen ja wendet, im Sinne von Profit machen auf Kosten aller anderen und auf Kosten von allem sozusagen, den zu überwinden durch eine Persönlichkeitsentwicklung, die das Ganze sieht und ja, also auch eine Verantwortung für die gesamte Welt empfindet, post-conventional level, also ein postkonventionelles moralisches Niveau erreicht, wo es nicht darum geht, nur Konventionen einzuhalten, sondern wirklich zu schauen, was ist das Gute und was kann ich tun. Und wir sagen so, das ist ein hohes Ideal, ja. Und wir sagen aber,
für die Masse der Menschen, sagen wir, müssen wir ganz rigoros sozusagen, ja, letztendlich verhindern, dass Menschen, die dieses hohe Reifelevel nicht erreichen, trotzdem auch Gutes tun in der Welt. Ne? Und ich beschreibe das mal so, wie wir die Sozialspatler, ich zeige wieder für die Zuschauer wieder diesen Kuchen, den großen Kreis, den Kuchen. Und also, wir haben ein Beispiel, die Sozialspatler, Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialberufe, die meinen es gut, wollen uns alle Gutes tun, aber wann kann ein Mitarbeiter des Arbeitsamts die größte Karriere machen, wenn es gar keiner im jetzigen System, immer im jetzigen bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, ja? Kann er dann am meisten Karriere machen und am häufigsten befördert werden, was ja oft mit einer kleinen Gehaltserhöhung auch verbunden ist, wenn es null Arbeitslose in Deutschland gibt oder wenn es viele Arbeitslose in Deutschland gibt. Da müssen wir nüchtern feststellen, die größte Karriere kann der Arbeitsamtmitarbeiter machen, wenn es viele Arbeitslose gibt. Der Sozialberufler, wann kann der am meisten Karriere machen und befördert werden und wann kann sein Berufsstand insgesamt am meisten wachsen, wenn es null Obdachlose gibt? Oder viele Obdachlose und viele verwahrloste Arbeitslose, die dann runterkommen, depressiv werden und Betreuung brauchen. Ja, die Karrieremöglichkeiten und die Beförderungsmöglichkeiten und Gehaltssteigerungsmöglichkeiten erscheinen jedenfalls den Next Scientist for Future als dann am größten, wenn es mehr Sozialfälle gibt und mehr Langzeitarbeitslose gibt. Und jetzt ist es natürlich so, dass Sozialberufler und Sozialspatler und Arbeitsamtmitarbeiter als Teil der Sozialspatler selbstverständlich Gutes tun wollen, aber es entstehen eben nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion immer irgendwelche Irrtümer. Und wenn ein Irrtum sich als vorteilbringend erweist, indem er mehr Kundschaft erzeugt, also Sozialfälle erzeugt, dann neigt das Gehirn dazu, diesen vorteilbringenden Irrtum nicht ganz so gründlich zu hinterfragen, denn er bringt ja einen subjektiven Erfolg, bringt sozusagen den Menschen dem Ziel mehr Futter und Zugang zu hochwertigen Eizellen und Spermienzellen sozusagen, diesem Zentralziel aus biologischer Sicht der Lebewesen, bringt es denn ja näher und deswegen wird dann dieser vorteilbringende Irrtum etwas weniger in Frage gestellt, gerade weil er Vorteile bringt. So nach dem Motto, never change a winning team, warum soll ich etwas hinterfragen, was so gut funktioniert für meine Karriere und für meine Sache. Und dadurch passiert es dann, dass eben letztendlich vorteilbringende Irrtümer nach außen gebracht werden. Die ganze Welt wird in Lobbyisten wider Willen, also der Sozialspatler selber ist schon ein Lobbyist wider Willen, denn er will ja die Menschen da gar nicht manipulieren. Er will ja nicht Leute Arbeitslosigkeit fördern, um selber mehr Karriere zu machen, sondern es ist ja ein nicht bewusster, vorteilbringender Irrtum. Es ist ihm ja nicht bewusst.
Ja? Er ist sich keiner Schuld bewusst, er hat kein schlechtes Gewissen. Und gerade das macht ihn so gefährlich, weil er dann seine vorteilbringenden Irrtümer in die Welt hinaus lehrt, im Brusttone der Überzeugung und die Menschen manipuliert quasi, ohne dass es ihm bewusst ist. Und die Menschen werden zu Lobbyisten wider Willen und wiederholen seine These. Jetzt mache ich es mal praktisch. Das war jetzt die Theorie, jetzt die Praxis. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass es einen Weg gibt, dass bei den Sozialspaten ein vorteilbringender Irrtum entstanden ist, den sie ganz erfolgreich in die Köpfe der Weltbevölkerung hineingepumpt haben, sodass die Weltbevölkerung zu Lobbyisten wider Willen geworden ist und jetzt mit Vehemenz dafür kämpft, dass das doch stimmen würde. Nämlich der vorteilbringende Irrtum der Sozialspatler lautet, eine echte soziale und echte linke Politik ist es, wenn man ein Feind des Niedriglohnsektors ist, ein Feind von Leiharbeitsfirmen, wenn man die am besten verbietet. Am besten, also der vorteilbringende Irrtum lautet, am besten Leiharbeit, Niedriglohnsektor, prekäre Verarbeitsverhältnisse grundsätzlich verbieten und Mindestlöhne setzen, hohe Mindestlöhne und Tariflöhne, die ja nur eine Unterspielart der Mindestlöhne sind, die Mindestlöhne und Tariflöhne so hoch wie möglich setzen. Dann geht es uns allen besser, weil das zwingt dann die Unternehmen, hohe Löhne zu zahlen. Und dann geht es uns allen besser und wir haben eine etwas gerechtere Welt, weil die Mitarbeiter durch den Mindestlohn und die hohen Tariflöhne mehr Geld bekommen. Und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen zusammen. Und das hat sich aber als gewaltiger, vorteilbringender Irrtum erwiesen. Denn das hat leider ganz andere Folgen, als wir alle dachten. Wir hatten in der Ära Willy Brandt, ab der Ära Willy Brandt, hatten wir die Tariflöhne immer höher gezogen. Die Tariflöhne waren immer höher geworden. Und dadurch entstanden eine Massenarbeitslosigkeit, weil nämlich dann die Firmen durch diese Art des Mindestlohns den Leuten ein hohes Gehalt zahlen mussten, das aber nicht jeder Mitarbeiter wert war, sodass die Firmen dann Verluste gemacht hätten, wenn jemand also pro Stunde quasi einen Wert schöpft von, sagen wir mal, 6 Euro, muss aber mit 20 Euro bezahlt werden wegen des Tariflohnes, dann macht die Firma bei jeder Stunde 14 Euro Verlust. Und das wissen Unternehmer, da gehen sie dann pleite. Also gehen sie dann hin und entweder verlassen sie das Land, verlagern ihre Produktion ins Ausland oder entlassen ganz viele Leute und so weiter und behalten nur noch die, die eine Wertschöpfung von 30 Euro pro Stunde schaffen, den zahlen sie dann 20 Euro die Stunde und alle anderen bleiben halt arbeitslos. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann in Deutschland 6 Millionen Arbeitslose hatten. Und dann hatte der alte 68er, Professor Hans-Werner Sinn, zusammen mit Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD, hatten sie erkannt, nee, echte soziale Politik ist, wenn es 0 Arbeitslose gibt. Und dann ist Schröder hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen da irgendwas ändern. Jetzt hat er also nicht die Tariflöhne gesenkt.
Er hat nicht die Mindestlöhne gesenkt, aber der Mindestlohn war ja damals noch gar nicht eingeführt, sondern er hat andere Dinge gemacht, die aber in die gleiche Richtung gehen. Er hat einfach gesagt, wir lassen einen Niedriglohnsektor zu, wir lassen Leiharbeit zu und solche Sachen. Wir lassen also Niedriglohnsektoren zu, damit die, die eine Wertschöpfung von 6 Euro oder 5 Euro oder 7 Euro nur leisten können pro Stunde, auch Arbeit finden können. Denn es bringt uns nichts, wenn die alle als Sozialfälle verwahrlosen und die Sozialspartler gut daran verdienen, wenn sie diese Leute, diese Langzeitarbeitslosen, 6 Millionen Langzeitarbeitslose oder ein Teil davon Langzeitarbeitslose betreuen. Das bringt uns nichts. Echte soziale und echte linke Politik heißt Null Arbeitslosigkeit. Und dann hat er gesagt, okay, und dann tun wir noch etwas, damit die Leute auch sozusagen die Sozialberufler sagen, in ihren vorteilbringenden Irrtümern, es ist gut, wenn wir den Leuten ein Hartz IV oder ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, das so hoch ist wie nur irgendwie möglich. Und dann hat Schröder und Sinn haben aber erkannt, ja hoppla, das hat aber etwas von Verwöhnung an sich. Denn ich kann Menschen auch festhalten, indem ich sie mit einem ganz hohen bedingungslosen Grundeinkommen überschütte oder einem Hartz IV und dann möglicherweise bei manchen Leuten auslöse, ja, warum soll ich überhaupt noch arbeiten, wenn ich mit Hartz IV mehr kriege? Oder jedenfalls mit Arbeit nicht mehr kriege, als ich sowieso bei Hartz IV kriege, wenn ich nicht arbeite. Dann hat er gesagt, okay, wir müssen die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Wir müssen die ein bisschen schubsen. Wir müssen die zu ihrem Glück zwingen, nämlich wir schaffen das Arbeitslosengeld 1, glaube ich, war es ab, gell? Oder war es, ich weiß nicht, welches das war, also sozusagen auf jeden Fall das Arbeitslosengeld, wo man jahrelang Arbeitslosengeld kriegen konnte, das wurde abgeschafft und die Arbeitslosenhilfe war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das hieß. Aber auf jeden Fall hat er einen Teil davon abgeschafft und dadurch waren die Leute ziemlich schnell auf ein nicht allzu hohes Hartz IV gesetzt worden und hatten dadurch dann die Motivation, schneller doch auch mal einen etwas niedriger bezahlten Job annehmen zu wollen. Und das hat sich für die Menschen sehr positiv ausgewirkt, weil dann plötzlich von 6 Millionen circa 3 Millionen wieder in Arbeit kamen, aus der Verwahrlosung rauskamen, natürlich dann auch für die Arbeitsamtmitarbeiter und für die Sozialspartler als Kundschaft verloren gegangen sind, was natürlich sozusagen die Sozialberufler deutlich nochmal plädieren ließ, dann für den Mindestlohn, damit sie dann, wobei ihnen selber nicht bewusst ist, dass sie, wenn sie den Mindestlohn fordern, dann natürlich wieder mehr Arbeitslose entstehen. Ja? Weil, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, Professor Sinn sagt also, wenn ein Mensch eine Wertschöpfung pro Stunde von 3 Euro pro Stunde schafft und der Unternehmer wird gezwungen, ihm 6 Euro die Stunde zu zahlen, dann geht der Unternehmer pleite, so sicher wie das Amen in der Kirche, und dann verliert der Mensch, trotz seines Mindestlohns wird er arbeitslos und dann wird er Dauerarbeitsloser, Langzeitarbeitsloser und verwahrlost und ist am Ende unglücklicher als vorher. Und Professor Sinn sagt, der richtige Weg ist, wir lassen es zu, dass der Arbeitgeber ihm nur 3 Euro die Stunde zahlt und geben ihm den Rest des Geldes vom Staat. Und
stocken auf bis zur, oder heben das an bis zur Höhe von Hartz IV und noch etwas darüber hinaus. Wir lassen ihm sozusagen eigentlich, wir lassen ihm den Großteil des Geldes, den er selber verdient, den geben wir ihm zusätzlich zu dem Hartz IV obendrauf, damit er auch motiviert ist, gerne weiter zu arbeiten, weil er hat auch was davon. Ja? Nicht nur ein paar Prozent davon, sondern vielleicht 80% davon kriegt er obendrauf. Von dem, was er selber verdient, kriegt er zusätzlich zum Hartz IV dazu. Das nennt Professor Sinn Mindesteinkommen. Und das Beispiel zeigt jetzt, wenn ich so etwas in einer Talkshow sagen würde, ohne vorher über das Thema Lobbyist wider Willen und vorteilbringende Irrtümer gesprochen zu haben und Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, dann fallen die anderen, die ja alle Lobbyisten wider Willen sind, mit ihrer Überzeugung, dass doch Mindestlohn und Tariflöhne und ganz hohes Hartz IV und ganz hohes Arbeitslosengeld und ganz hohes ganz hohe Gelder und so weiter für alle das Beste seien. Und die fallen dann über mich her, aggressiv. Es findet keine freie Argumentekultur mehr statt, sondern es kommt zu Beleidigungen, Abwertungen, Verunglimpfungen, Angriffen, Cancel Culture sozusagen. Ja, sowas darf man doch nicht sagen. Wir wissen doch alle, wie gut Mindestlöhne sind und so weiter. Und die Wahrheit ist leider, dass mit den Mindestlöhnen würde funktionieren, wenn wir um Deutschland eine Mauer bauen würden, weil dann die Unternehmer nicht mehr abwandern könnten mit ihren Unternehmen und in andere Länder gehen, wo sie eben nur 3 Euro, 5 Euro, 7 Euro die Stunde zahlen müssen. Ne? Und dann ihre Geschäftsmodelle noch funktionieren können. Ja, also das habe ich jetzt erzählt als Beispiel dafür, denn wir denken ja, dass die, ich habe ja vorhin erzählt, wie gefährlich die Gesundheitssparten für die Welt sind und dass im Moment die ganze Welt blutet unter dem Gesundheitsspartlern, ihren vorteilbringenden Irrtümern, den Lobbyisten wider Willen, die alle mitziehen dabei und alle durchmanipuliert sind und eben als Lobbyisten wider Willen alles gut finden, was von den Gesundheitsspartlern kommt, aber die Sozialspartler schätzen ja die Next Scientist for Future als noch viel gefährlicher ein. Das Beispiel sollte jetzt zeigen, dass wir eben eine freie Argumentekultur brauchen, in der wir darüber sprechen, wo bin ich noch Lobbyist wider Willen, wo habe ich vorteilbringende Irrtümer, zum Beispiel der Sozialsparten im Kopf, weswegen ich es für unmöglich finde, auch nur zu wagen, darüber zu argumentieren, ob Mindestlohn wirklich gut ist für uns oder ob es nicht Massenarbeitslosigkeit und verwahrlosende Menschen in der Arbeitslosigkeit erzeugt, depressive Arbeitslosigkeitsdepressionen begünstigt, an denen dann die Sozialspartler und übrigens auch die Psychotherapiespartler daran verdienen können. Ja, Herr Wagner, ich hoffe, dieser lange Vortrag jetzt, Sie dürfen auch gleich genauso lang reden, ich sage Ihnen gleich die Zeit, können Sie das nachvollziehen, wie unendlich wichtig es ist, dass wir vielleicht die freie Argumentekultur wirklich konzentrieren um dieses Selbsterkenntnisthema, denn die ganze Welt glaubt, Mindestlöhne und so weiter und Tariflöhne seien ungeheuer wertvoll, während Professor Sinn und die Next Scientists for Future ja sagen, hoppla, vielleicht sind Mindestlöhne und Tariflöhne nichts anderes als Garanten für Dauerarbeitslose, die Profite bringen für die Sozialspartler und für die Arbeitsmitarbeiter, Karrieremöglichkeiten eröffnen,
aber uns allen Schaden zufügen. Denn uns allen ging es doch besser, wenn jeder mitmachen dürfte, jeder Teil der arbeitenden Bevölkerung werde, jedenfalls jeder, der möchte. Und alle dann, wir keine Leute hätten, die unter Arbeitslosigkeitsdepressionen leiden und Selbstmord wegen Arbeitslosigkeit zum Beispiel begehen. Ja? Kann man das nachvollziehen, wie ungeheuer das wichtig das ist, dass wir über das Thema Lobbyist wider Willen in der freien Argumentekultur sprechen und über die vorteilbringenden Irrtümer und so dann zu guten politischen Lösungen für die Fragpartei kommen auf diesem Wege. Kann man das so nachvollziehen? Herr Wagner, Sie haben jetzt auch 22 Minuten Zeit. In 3 Sekunden können Sie loslegen, ja? Ja, danke schön. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja. Super. Also ich kann das hervorragend nachvollziehen. Wie schon in meinem ersten Beitrag gesagt, bin ich der Ansicht, das ist wirklich der Schlüssel. Die freie Argumentekultur ist ja quasi die tabulose, vernünftige Austauschplattform. Und um den Wert dieser freien Argumentekultur so voll zu spüren und sich dafür einzusetzen und dann allem seinen vernünftigen Platz und sein Maß im Ganzen zuzuerkennen, also nach vernünftigem Sinn. Eine Sekunde Unterbrechung. Ich muss gerade noch mal den letzten Satz gleich wiederholen. Ich muss hier mal eine bessere technische Lösung für das Mikrofon finden. Sekunde. Ich sag dann, wenn es weitergeht, ja? Also ich sagte, dass die freie Argumentekultur, klappt es jetzt gut? Ja, jetzt geht es. Super. Dass die freie Argumentekultur ja sowas ist, wie dass wir uns mit unserem vernünftigen Denken und Austausch identifizieren, dass wir das zum Wichtigsten machen. Also wo sind die besten Argumente, wenn wir das so nach Sinn im Ganzen betrachten? Und nicht eben irgendwelche Willkürstrategien, die argumentativ gar nicht am besten begründbar sind. Also schon die freie Argumentekultur, damit ich die so als erfüllend ansehe, muss ich eigentlich schon innerlich mich mit der Vernunft oder meiner Vernunftseele so richtig identifizieren. Dann entfaltet das zumindest seine größte Erfüllungs- oder Beglückungskraft, seine höchste Lust, da in diese Argumentekultur einzutauchen und dann eben allem seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen geben zu können. Da hatte ich ja bei meinem ersten Beitrag beschrieben schon, wie sehr ich das wirklich als die absolute Schlüsselfunktion ansehe. Und ja, das, was Sie, Herr Dillon, jetzt auch so erklärt haben, das ging ja auch ein ganzes Stück weit in die Richtung, dass wir uns aber auch fragen müssen, wie bahnen wir den jetzigen Menschen einen Weg dahin, dass sie diese Bewusstseinsentwicklung durchmachen können. Denn man sieht ja ganz realistisch, dass da jetzt nicht die Menschen von einem Moment zum nächsten in ozeanische Einheitsgefühle und kosmisches Identifikationsbewusstsein springen, sondern, also schon das Post-Conventional Level, also diese Einsicht, ich darf nicht einfach blind irgendwo hinterherrennen, weil es kann ja auch verkehrt sein, es kann Unrecht sein. Und ich sollte kritisch drüber nachdenken, über Grundmaßstäbe von Verantwortlichkeit, also Folgenverantwortlichkeit, was hat das denn für Folgen und kann ich zu den Folgen stehen? Oder jetzt auch die Menschenrechte, so Werte, die ziemlich allgemein von der Menschheit auch anerkannt wurden. Also schon dieses post-conventional Level, so sagt ja die Entwicklungspsychologie, ist nur bei einer absoluten Minderheit der Menschen gegeben. Und die meisten hängen im conventional Level. Das heißt, die trotten einfach in vorgegebenen Bahnen mit. Die folgen ziemlich blind den Spielregeln der Gesellschaft, den Autoritäten, was ja auch solche Experimente wie das Milgram-Experiment gezeigt haben und im Moment auch die Wirklichkeit um uns herum, was ich als ein großes Milgram-Experiment wahrnehme. Und da stellt sich die Frage, wie können wir, wenn wir auch ja, die Menschen anziehen wollen und in Anführungszeichen mehrheitsfähig oder gesamtkonsensfähig werden wollen, wie können wir dafür was tun,
Und tatsächlich glaube ich ja, dass viel wichtiger als die Frage jetzt Mindestlöhne und so, also das, was da viele jetzt in ihre Programme reinschreiben, hohe Mindestlöhne und so weiter. Ich glaube nicht, dass jemandem Geld in die Tasche zu stecken, ihn reifer oder verantwortlicher macht. Die Reichen sind es ja auch nicht. Und ich kenne noch die Zeit eben, als das mit der Sozialhilfe ziemlich locker war, 70er Jahre, letztes Jahrhundert. Da haben die Leute auch nicht verantwortlicher agiert mit ihren Möglichkeiten. Also dann kriegt man mehr Geld und überwiegend wird es verkonsumiert. Also das ist nicht so gewesen, dass ich da irgendwie dann einen Durchbruch des Bewusstseins zur großen Verantwortlichkeit erkannt habe oder dass das dadurch großartig ausgelöst werden konnte. Also ich sehe es ja als ein geniales Zwischenglied an, wirklich mit der Wohlfühlstimme zu arbeiten. Also natürlich, dass man den Menschen schon auch erlebbar macht. Also im Grunde genommen ist ja sowas wie das Fragforum eine Art von Wohlfühlstimme des Geistes oder der Möglichkeit, dass die Menschen das Wohlgefühl erleben können, wenn sie irgendwo ohne Tabus und Zensur und so frei denken können. Also man sollte ja meinen, dass ein denkendes Tier, wenn es dann irgendwo frei denken kann, freie Informationen hat, Meinungsfreiheit, dass es da sehr beglückt von ist. Und so wie bei der Wohlfühlstimme immer gesagt wird, wie geht's Ihnen sonst? So wäre ja in so einem Freie-Argumente-Kultur-Forum ist so, dass sie ihr geistiges Befinden immer ausdrücken können und das auch dann in kreativ-schöpferischer Weise, indem sie da die Ideenwerkstatt so richtig sprudeln lassen. Ja, diese Dinge, dass man den Menschen es direkt erlebbar macht, so in Spielfeldern, in Experimentalwerkstätten, wie sieht das aus? Wie fühlen sie sich, wenn sie frei denken und mitgestalten, mitbestimmen können? Und natürlich dann auf allen Ebenen, wie geht es Ihnen, wenn Sie eben auch mit Ihrem inneren Blick, was Ihr Wohlgefühl ist, ja, zum entscheidenden Messgerät werden für all das, was drumherum läuft, ob Ärzte oder Nahrungsmittelproduktion und so weiter. Also man könnte so sagen, auch wenn die Menschen jetzt nicht gleich ins kosmische Bewusstsein springen, wäre es denn wenigstens möglich, dass sie täglich drauf gucken können, womit es ihnen am meisten gut geht, auch im ganz materiellen Sinne oder physischen Sinne. Gleichwohl denke ich, Herr Dillon, wir sind uns da bewusst, dass sogar da die große Frage ist, ob die Menschen damit schon überfordert sind. Also ich sehe sie ja so, dass sie überwiegend suchtkrank sind. Und der Suchtkranke läuft vor dem Messen seines echten, wahren, tiefen Wohlgefühls, läuft er eher weg, weil er weiß, das ist gar nicht das, wofür er lebt und wonach er da strebt und worin er sein Scheinglück erlebt, mit dem er sich oft so existenziell verbindet, dass er sagt, wenn man mir das nimmt, dann sterbe ich, obwohl es ein falsches Selbstbild ist, ein falsches Ich, was er nur aufgeben müsste. Aber das ist wirklich für eine Sucht, ne? Also man erlebt es auch. Ich habe als Seelsorger in der Ausbildung da schon. Da gingen wir in die Altenheime. Und alleine, wenn man sich die Ernährungssucht anschaut, da kann man den Menschen sagen, ihr fühlt euch viel besser noch, ihr könnt noch ein paar Jahre mehr leben, wenn ihr eure Ernährungsgewohnheiten so ein bisschen umstellt und guckt. Dann trifft man auch da auf einbetonierte Gewohnheiten, Prägungen, Muster, wo die Menschen lieber sterben, als diese Prägungen aufzugeben, diese Suchtprägungen. Also jetzt diese Suchtnahrung dann, ne? Nee, also bevor ich mich da ändere, ne, dann sterbe ich über ein paar Jahre, aber ich bleibe bei meinem gewohnten Essen. Ja, das ist wirklich, wir haben da zu tun mit dem, was ich da als sehr starke Suchtprägungen sehe, was die Leute sogar daran hindert, den Blick darauf zu richten, was ihnen gut tut oder überhaupt auch nur genauer wahrzunehmen, wie es ihnen geht. Und vielleicht müssen wir noch bessere Werbe- oder noch intensivere Werbestrategien uns ausdenken, wie die Menschen dann aus der Sucht zumindest schon mal zur gesunden Selbstwahrnehmung geführt werden können. Vielleicht braucht es, also viele sind ja auch Computerspielsüchtig heute, vielleicht brauchen wir eine Art von Computerspiel, wo die Süchtigen voll mit Begeisterung drauf abfahren und aber dabei so quasi geschickt einen Kick oder eine Hinführung zu Kicks bekommen, die sie jetzt dann da ja auf eine andere Schiene bringen könnten. Naja, vielleicht findet sich da jemand, der auf dem Gebiet oder irgendwie
auf dem Gebiet der Suchtbehandlung so, dass man da die kleinsten Schwellen oder die positiven Anreize halt so gestaltet, dass es nicht immer schon wieder zu große Schwellen für die Menschen sind? Alles ganz spannende Fragen. Meine Rolle sehe ich tatsächlich darin, weil es geht ja nicht ohne, ne? Also wir können über die Hilfestellung viel nachdenken. Wie bringen wir die Menschen raus aus dem Sumpf von Sucht und Fehlorientierung und Blindem hinterherrennen? Aber es führt keinen Weg dran vorbei, dass wir ihnen das, worum es geht, auch deutlich vor Augen stellen. Also es braucht das vorgelebte Beispiel. Deshalb denke ich, es braucht Menschen, die einfach sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht, wie ich mit den besten Tricks am Spieletisch jetzt die Leute so Stückchen für Stückchen umorientieren kann, wie ich die Leckerlis bei ihnen jetzt genauso setzen muss, dass das da am bisschen sie rausführt. Aber was ich machen kann, ist, ich kann ihnen das, was eben das gesunde Leben ist, auch dieses vernünftige Leben, aufs Ganze gesehen sinnvolle, verantwortliche Leben, das kann ich ihnen vorleben. Und was ich auch noch sicherlich mitmachen kann, mache ich ja auch, ist auch Gesellschaftsreformen anzustreben, die aber trotzdem, ich sage es ganz offen, so wie so ein Sprung für die Leute sind. Also ich setze mich ein für die Fragpartei. Ich setze mich gerne ein dafür zu sagen, sowas wie die Wohlfühlstimme muss wirklich dann eine Orientierung werden, auch für das alltägliche Konsum- oder Kreativleben der Menschen. Also da setze ich mich mit für ein, im Wissen, dass es vielleicht für viele schon ein Riesensprung ist, den sie so nicht machen wollen. Aber also auf jeden Fall muss man ihnen das auch vor Augen stellen und dieses Sprungbrett, also mehrere Sprungbretter sehe ich da, aber dieses Sprungbrett muss ja auf jeden Fall auch ganz stark entwickelt werden und vorhanden sein, damit, auch wenn sie dann irgendwie aus der Sucht gelöst werden können, sie da mit drauf zu springen schaffen. Insofern, harte Arbeit, zähes Geschäft, scheinbar viel Misserfolg, scheinbar viel Überforderung der Menschen, viel kreativer Bedarf nach noch niedrigschwelligeren Suchtbearbeitungselementen oder Modellen. Ja, aber wir tun, was wir können und das ist ja schon erfüllend. Ich habe da kein Problem mit, jedenfalls sagen zu können, weil viele sagen ja dann, ob jetzt von diesen suchtkranken Menschen oder auch von denen, die sich über Lösungen Gedanken machen, das geht ja auch gar nicht oder es ist gar nicht Menschen möglich, so umzuschalten oder das Post-Conventional Level ist nur eine Fiktion. Oder wie ein Fachbuch sagte, the real maturity of human beings seems to be a matter of speculation. Das ist nur ein Gegenstand der Spekulation. Also da jedenfalls, und wenn man auch alleine erstmal so ein bisschen vorne da in der Wüste steht, aber da zu zeigen, nein, also wenn man das wirklich sich klar macht und wenn man das will, dann kann man den Sprung machen in so ein Post-Conventional Level Leben. Ich nenne es ja am liebsten Spirit Identification Level. Also Post-Conventional sagt ja nur, was man nicht hat oder verneint das Blinde hinterherrennen hinter den Konventionen. Ein positiver Begriff ist ja noch viel besser, dass man eben sagt, was man hat. Also dieses Geist-Identifikations-Level, ich bin meine Vernunftseele und kann dann deshalb auch die Konsequenzen daraus ziehen, kann da was leben. Also das ist das, wo ich denke, es macht viel Sinn zu zeigen, das geht, das ist Menschen möglich, denn das kann ja auch ein Hoffnungszeichen dann sein, für die Menschen da, die in ihren anderen Süchten so drin hängen und meinen, das wäre wie eine Natur, wie ein tierischer Instinkt oder so eine feste Steuerung in ihnen, gar nicht anders möglich. Es müsste, denke ich mal, als Hoffnungszeichen auf jeden Fall auch vorhanden sein, dass Menschen da sind, die das Post-Conventional Level vorleben. Und super schön wäre ja auch, wenn es eben mal gelingt mit einer Kommune, aus solchen Menschen, die nicht verdeckt dann doch wieder irgendwelchen Splitterinteressen hinterherlaufen, wo dann alles immer dran platzt, sondern wo das so eine ehrliche innere Leidenschaft ist, so eine Wesensleidenschaft, dass man gemeinsam vorleben kann, was das auch für ein leuchtender Stern sein kann, so eine Kommune. Und alles zusammen kann vielleicht zumindest hoffentlich irgendwann dazu reichen, dass die Menschen so weit gesunden, dass sie nicht mehr nur den Suchtkicks, auf die Suchtkicks achten, sondern dass sie wirklich zumindest offenen Auges drauf schauen können,
was ist ihr eigenes gesundes Wohlbefinden und was ist ihre geistige Beteiligung, das geistige Wohlbefinden gemeinsam mit anderen in einem ehrlichen und offenen Austausch. Ja, also ich denke, wir sollten tun, was wir können und hoffen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, also ich war schon viel enttäuschter oder viel, ich hatte weniger noch erwartet vor ein paar Jahren. Ich habe damit gerechnet, dass wirklich die Menschen so festgeprägt sind, dass man es gar nicht steuern kann. Also gar nicht. Ne? Ich habe gedacht, okay, da kann jetzt irgendjemand kommen und was versuchen. Weder die große Politik noch ich mit meinem Idealismus. Die Menschen sind völlig fest programmierte Tiere, kurzsichtige Konsumtiere. Da ist nichts zu machen und da kann man auch nicht irgendwie kreativ noch was gestalten. Also wird das den Bach runtergehen. Man kann da versuchen, trotzdem der Rufer in der Wüste zu sein, aber das wird den Bach runtergehen. Und was mich in den letzten Jahren, das klingt jetzt vielleicht komisch, also auch gerade bei der Corona-Sache jetzt, es gibt da etwas, was mir zutiefst Hoffnung macht, nämlich dass schon Fridays for Future und solche Bewegungen, dass in größerem Stile Jugendliche nicht nur von kurzsichtigen Motivationslockungen bewegt werden können, sondern dass so größere Dimensionen wie wir retten jetzt die Natur für die kommenden Generationen, dass das Motivationskraft, Steuerungskraft ein Stück weit entwickeln konnte. Und jetzt in der Corona-Zeit, ich hätte dem Staat das nicht so einfach zugetraut, dass er da solche Steuerungsmacht entwickelt. Anerkennung für die Wissenschaftler, die mit Sicherheit da mit an diesen Strategien so gearbeitet haben und die das sicherlich begleiten, um zu gucken, wie man da in ständigem Feedback mit der Entwicklung, die es in der Gesellschaft nimmt, weitergestaltet, was mit umgehen kann. Also es zeigt, dass wir in ganz erstaunlicher Weise doch Gestaltungs- oder Steuerungseinflüsse geltend machen können auf die Menschenwelt. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es eben unaufhaltsam zur Big Brother Willkürdiktatur, zur digitalen Willkürdiktatur wird, wo man dann vielleicht noch hoffen kann, dass die künstliche Intelligenz eines Tages sagt, ja okay, aber wir gehen jetzt nicht mehr nach irgendwelchen korrupten Splitterinteressen, sondern auch nach dem Sinnvollen fürs Ganze. Also da habe ich viel Sympathie fürs Computerdenken, für die Algorithmen. Kann man also hoffen, dass das vielleicht auf die Weise dann vielleicht noch eine Kurve kriegt? Aber auf jeden Fall stehen wir vor einem Pool, der ganz anders brodelt und wo ganz andere Spielräume drin sind, dass die Dinge sich entwickeln, als ich es vor Jahren angenommen hätte. Naja, und so mache ich einfach weiter, ne? Und ich denke, wir machen so gut wir können unsere Aufweckversuche weiter und hoffen, dass was draus wird. Ich gebe weiter. Ja, ich hoffe, man hört mich gut, ja. Gut. Ja, da waren jetzt ganz viele wichtige Stichworte drin. Schließen wir mal die Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dann sagen wir ja auch genauso wie eben Herr Wagner, der Mensch von heute ist ja eigentlich ein Suchtkranker. Und jetzt sagen wir mal, stellen wir uns vor, wir reden jetzt mit einem bezüglich eines suchtkranken Arbeitslosen. Ich habe ja vorhin von der Arbeitslosigkeitsdepression gesprochen. Und unsere Erkenntnis ist ja, dass diese Arbeitslosigkeitsdepression sich umwandelt in eine Suchterkrankung. Ganz viele Arbeitslose haben Probleme mit Alkoholsucht, Zigarettensucht, Esssucht. Stellen wir uns jetzt also einen esssüchtigen Arbeitslosen vor, der aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler und die Irrtümer, Irrtumskonzepte, Mindestlohn, Tariflohn, ganz hohes bedingungsloses Grundeinkommen, ganz hohes Hartz IV und so weiter, in der Langzeitarbeitslosigkeit gelandet sind, damit gute Kunden für die Arbeitsamtmitarbeiter sind, gute Kunden für die Sozialspartler, die sie betreuen, aber letztendlich weiterhin suchtkrank sind und esssüchtig ist, ja, ein Arbeitsloser. Wie lautet jetzt unser Konzept? Also
Die Sozialspartler kämpfen ja gegen unser Konzept. Wohlfühlstimme wurde angesprochen. Wir haben jetzt noch einen Überbegriff für die Wohlfühlstimme geschaffen. Die Stiftung Warentestisierung. Also die Stiftung Warentestisierung. Das heißt also, wir sagen, wie wollen wir das Problem beheben, dass die Arbeitsamtmitarbeiter ein Interesse an Dauerarbeitslosen, Esssüchtigen dann haben quasi und davon profitieren. Wir müssen quasi eine Art Stiftung Warentest machen, für alle Dienstleistungen, so dass der Arbeitsamtmitarbeiter nur noch dann Verdienstzuschüsse und Karrieremöglichkeiten bekommt, also positive Anreize bekommt, nur dann, wenn die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten der Menschen in dem Bezirk, für den er zuständig ist, nach oben klettern. Und das bedeutet quasi, wenn es ihm gelingt, jeden in Arbeit unterzubringen, dann geben die Leute wahrscheinlich bessere Wohlfühlstimmen ab, weisen bessere Gesundheitsdaten auf, müssen weniger oft operiert werden, wegen Diabeteserkrankung und so weiter. Und weisen auch bessere Wohlstandsdaten auf. Und dem ganzen Viertel, für das die Arbeitsamtmitarbeiter, sollten vielleicht immer, oder ein Arbeitsamtmitarbeiter zuständig ist, in dem ganzen Viertel geht's besser, denn wenn alle in dem Viertel arbeiten, prosperiert ja das Viertel der Wohlstandslevel hebt sich für alle an. Das erreichen wir durch positive Anreize. Das heißt, der Arbeitsamtmitarbeiter wird jetzt interessiert daran, dass zumindest schon mal die Arbeitslosigkeitsdepression als Ursache der Suchterkrankung, der Konsumsuchterkrankung des Arbeitslosen abgebaut wird. Und jetzt wollen wir ja im Sinne der Stiftung Warentestisierung, also der Ausweitung des Stiftung Warentest-Prinzips auf alles und alle, was ja die Sozialspartler bekämpfen, weil die sagen, das ist uns viel zu sehr Richtung Leistungsmessung und so weiter. Und wir aber sagen, die Ärzte, die im Moment vorteilbringende Irrtümer verbreiten, Lobbyisten wider Willen sind, riesige Geschäfte machen auf Kosten der Weltbevölkerung, die werden in Zukunft auch nur doch dann Verdienstzuschüsse, allgemein positive Anreize bekommen, wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die ja in der Wohlfühlstimme drin enthalten sind, bei den Kunden der Praxen besser werden. Und was passiert dann? Die Ärzte fangen an und erkennen, ich muss meinen Kunden eine Gesundheitskommune bieten mit einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendprogramm, wo die Leute aus der Einsamkeit rauskommen, die Versicherten, die mich als Hausarztpraxis gewählt haben. Die muss ich versuchen, denen eine Gesundheitskommune zu bieten, in denen sie mitmenschliche Kontakte finden, Liebespartner finden und aus dieser Gesundheitskommune sollten vielleicht erste Kommunenprojekte, Mehrgenerationenwohngemeinschaften und
Kommunen, und zwar Frack-Kommunen entstehen. Freie Argumentekultur, Kommunen. Also Ministaaten im Staate entstehen. Ja? Das heißt, der Hausarzt wird durch unser Modell, wird er zum Förderer des Kommunenlebens. Also der letztendlich wird er zum Förderer der Frack-Kommunen mit Konfliktschlichtung. Er wird als Supervisor, als Mediator zur Verfügung stehen, wird sich kostenlos von den Next Scientists for Future in diese Richtung weiterbilden lassen und so weiter. Und dadurch wird jetzt der Arbeitslose, der ja von den Sozialspartlern quasi in die Arbeitslosigkeit gebracht wird, erstens kommt er wieder in Arbeit und zweitens wohnt er in Kommunen, hat wieder viel mehr Körperkontakt, viel mehr Liebe in seinem Leben und wird immer weniger suchtorientiert. Und dann, wenn dann der Arzt kommt und sagt, jetzt, wo Sie das Leben so genießen, können wir Ihren Ernährungsstil, dürfen wir den jetzt umstellen auf gesünderes Essen, jetzt wo Sie nicht mehr leben, um zu essen, sondern nur noch essen wollen, um zu leben. Ja? Und Sie wollen doch auch jetzt, wo Sie das Leben so genießen, wollen Sie doch Ihren Körper auch für Ihre Liebespartner möglichst attraktiv und gesund gestalten und erhalten, damit sie diese Liebe auch noch in der Kommune viel länger genießen können. Ja, und das ist eben genau der Punkt, um den es geht. Ja, das heißt, unser Konzept der Stiftung Warentestisierung, also dass wir die Verdienstzuschüsse der Ärzteschaft und aller Gesundheitsspartler koppeln an die Entwicklung der Wohlfühlstimmen, der Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden einer Praxis. Dadurch bewirken wir, dass sie nicht mehr versuchen, so viel wie möglich Operationen, Chemotherapien, Impfungen, Masken, Tests und so weiter zu verkaufen, sondern dass sie alles tun, um die Menschen in Richtung eines glücklichen, gesunden Kommunenlebens zu beraten und zu leiten und zu begleiten. Dadurch verlieren die Menschen ihre Suchterkrankung, die geht zurück. Und dann plötzlich können die Leute plötzlich auf die Zigaretten problemlos verzichten, auf die Alkohol, die erleben das gar nicht mehr als einen Verzicht. Alkohol wird unwichtig, krankmachende Ernährung, also Suchternährung wird unwichtig, Zigaretten werden unwichtig, Drogen werden unwichtig. Man hat ja jetzt die Kommune, den liebevollen Kontakt, den Körperkontakt, die sozialen Kontakte und man ist nicht mehr arbeitslos. Und jetzt, ja, jetzt, lieber Hausarzt, jetzt können Sie mir gesundes Essen beibringen, denn jetzt will ich das, denn jetzt brauche ich brauche nicht mehr die Suchtmittel, die Süßigkeiten und all die anderen Leckereien, das großen Mengen an Fleisch und so weiter. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr, weil ich bin jetzt nicht mehr suchtkrank. Und das ist die Vision, ja, und das ist halt so die interessante Frage, gell? Herr Wagner, können Sie mit diesem Bild, wo sich ja jetzt eigentlich unsere stringente Belohnung durch positive Anreize und Lenkung der Menschen, die noch nicht so weit sind, dass sie auf einem hohen Level moralisch sozusagen das Gute tun, dass wir die Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter quasi sanft, behutsam lenken dahin mit den positiven Anreizen, dass sie Gutes tun müssen, wenn sie in Zukunft noch weiterhin Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize wie Karrieremöglichkeiten haben wollen, dann müssen sie halt in Zukunft das Gute für das Ganze tun. Ja? Und genauso die Ärzte.
Sie kriegen nur noch dann Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize, Karrieremöglichkeiten, Ausbilderjobs und so weiter, wenn sie Gutes tun für das Ganze. Und das Gute tun für das Ganze heißt, dem Menschen wieder, ich zeige das jetzt mal am Schaubild für die Zuschauer, ja, wir gehen ja davon aus, dass der Mensch vor circa 400.000 Jahren, plus minus natürlich, in solchen hier Kommunen gelebt hat, mit bis zu 120 Individuen pro Kommune. Das, was wir die urmatriarchalen oder vollmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen oder den urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus nennen. Ja, und vielleicht stellen dann, sagen wir mal so, jeder, der möchte, kann dann mit Hilfe seines Hausarztes, seiner Hauspraxis in Kommunen leben. Und wenn es dann gelingt, wenn es wirklich, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Schluss, wenn der Mensch heute, auch heute noch in seiner Genetik eigentlich ein Kommunentier ist, dann werden ja die Leute ihren Freunden und Bekannten berichten, ja hoppla, ich lebe da so in so einer Kommune meines, die ist betreut von meinem Hausarzt, ja. Und uns geht es so super, wir haben so viel Spaß miteinander und jetzt, ach ja, und ich habe so viel schönen Sex da und so weiter. Und das ist so schön und das Ganze, was wir machen, Sport machen wir gemeinsam, gesunde Ernährung machen wir gemeinsam, tanzen, singen, musizieren machen wir gemeinsam. Alles machen wir in der Kommune, ja. Und ich habe Arbeit jetzt, weil ja mein Arbeitsamtmitarbeiter hat mir problemlos einen Job besorgt und so weiter. Ja, ich nehme so richtig wieder am Leben teil und so, und das verdanke ich alles dieser Kommune und den neuen positiven Anreizen für die Sozialspartler und für die Gesundheitsspartler. Und dem verdanke ich das. Und dann sagen die Freunde und Bekannten, ja, hoppla, dann muss ich das auch mal da zu Besuch gehen. Das muss ich mir anschauen. Ja, ich muss auch mal bei meinem Hausarzt den fragen, ob ich nicht mal bei einer seiner Kommunenprojekte da irgendwie mal zu Besuch kommen kann. Ja, und vielleicht wird dann die ganze Gesellschaft, wenn es unseren Genen entspricht, und davon gehe ich aus, weil die naturwissenschaftlichen Daten alle darauf hinweisen, dass wir eigentlich Kommunentiere sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dann vielleicht wir alle nach und nach wieder in Kommunen leben. Natürlich immer nur, wer möchte. Alles freiwillig natürlich. Keine Zwänge, keine Freiheitseinschränkungen, nirgends Vorschriften. Absolute Freiheit. Ja, diese Vision, die Next Scientists for Future haben. Herr Wagner, trifft die sich gut mit Ihrer Vision und können Sie dafür akzeptieren, dass wir sagen, Sie arbeiten an der Persönlichkeitsentwicklung zur Erreichung des Post-Conventional Levels, zur Erreichung des Spirit Identification Levels, habe ich es richtig genannt? Oder Sie können es ja gleich nochmal. Ja, Sie können es ja gleich nochmal richtig sagen, oder an der Erreichung dieses ozeanischen Weltbewusstseins, vielleicht auch im Kantschen Sinne, das Gute tun zu wollen für das Ganze oder so, ja. Und wir sagen, wir helfen den Leuten mit unseren starken positiven Anreizen, mit der Stiftung Warentestisierung, also der Ausweitung des Stiftung Warentestprinzips auf alles und alle und lenken die Unternehmen, die Behörden und alle Sparten der Gesellschaft dazu, Gutes zu tun, helfen ihnen dabei sozusagen dabei. Dadurch sterben dann die vorteilbringenden Irrtümer aus. Wir alle werden entmanipuliert. Niemand ist mehr Lobbyist wider Willen. Und wir alle leben mit ganz hohem Niveau in den Kommunen, mit freier Argumentekultur und leben ein glückliches und gesundes Leben in einer Welt,
in der wir alle wieder im Naturzustand leben, alle in Kommunen leben, da längst dann natürlich auch den Pazifismus wieder erreicht haben, den wir damals hatten, und leben einfach unser glückliches Kommunenleben. Ja? Und das ist meine Vision der Zukunft der Welt. Das heißt, dieser echte Kommunismus ist möglich, der Pseudokommunismus der Sowjetunion oder China oder so, Pseudosozialismus, Pseudokommunismus und Pseudoplanwirtschaft müssen immer wieder scheitern. Ja? Aber dieser echte Kommunismus ist möglich. Der ist denkbar, ist möglich. Es gibt dafür viele naturwissenschaftliche Hinweise. Der ist nicht ausgeschlossen. Und das ist mein Traum. Und ich möchte möglichst bald in solch einer Frackkommune meines Hausarztes, meiner Hausärztin leben, die ich jetzt noch nicht habe, aber die ich mir dann suchen würde. Und ja, und dann hätten wir die ganze Welt voll pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen. Und die Männer schenken wieder alles, was sie erarbeiten, den Frauen und Kindern und so weiter. Also dann haben wir wieder eigentlich die Verhältnisse, wie wir sie heute noch bei den Bonobos haben. Ja, und dann ist die Welt geheilt, weil dann machen wir keinen Überkonsum mehr. Und wenn wir dann noch auch wieder die natürlichen Mechanismen zur Überbevölkerungsverhinderung wieder drauf haben und so weiter. Denn die Überbevölkerung ist aus meiner Sicht eine Folgeerscheinung der vorteilbringenden Irrtümer im Kapitalismus, die dazu geführt haben, dass die natürlichen Mechanismen zur Überbevölkerungsverhinderung nicht mehr funktioniert haben. Aber das ist ein längeres Kapitel. Ja? Also Herr Wagner, können Sie da mitgehen? Sehen Sie da, dass sich da Ihre Strategie der Persönlichkeitsentwicklung der Menschen und unsere Hilfe bei der Persönlichkeitsreifung sozusagen durch positive Anreize und die Lenkung der Menschen hin zum Gutes tun, dass sich das gut trifft und dass wir uns dann alle zusammen in den Hausarztgesundheitskommunen und den Hausarzt Frackkommunen sozusagen vom Hausarzt begleitet, alle dann wieder treffen sozusagen. Ja? Jetzt müssen Sie ein paar Sekunden warten, weil ich erst wieder das Mikrofon richten muss. Ja, danke schön. Hört man mich schon gut? Ja, Mikrofon steht. Sie haben jetzt 17 Minuten, ne? Ja, beziehungsweise, ich muss gleich um 10 Uhr auch weg. Aber ich denke, das trifft sich gut, weil ich kann dem, was Sie gesagt haben, rundum zustimmen soweit. Also ich kann da auch ein großes Lob aussprechen. Ich bin ja seit mehr als 30 Jahren auf diesem Aussteigerweg. Und auch wenn ich diesen Weg vor allem sei selbst die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest, und das am besten noch in gemeinschaftlicher Form und systemischer Form mit neuen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, sozusagen aus dem menschheitsfamiliären Einstellung ein neues System sich vorzustellen. Auch wie kann dann dieses menschheitsfamiliäre miteinander entscheiden, dies planen, dies teilen, dies schenken? Wie kann das gehen? Obwohl das der Hauptschwerpunkt war in diesen 30 Jahren, wo ich da ausgestiegen bin. Ich habe ja immer natürlich geguckt, also ich habe auch diesen Kreis von sogenannten Schenkerverbündeten ja entstehen lassen, ins Leben gerufen. Also Leute, die, auch wenn sie das jetzt nicht alles umstellen, nicht schon völlig ohne Papiere, ohne Geld und so leben, wo sie allein dadurch, dass man gemeinsam so träumt und sich überlegt, was sind so die passenden Zwischenschritte, die mehreren Schienen, auf denen man da arbeiten kann. Ich habe immer geguckt und in der Regel fehlt ja sogar schon das kreative, ich sag mal, mit Einsteigen im Kopf von Leuten, dass sie jetzt wirklich dann hingehen und sagen, wow, ja, und da können wir doch auf jeden Fall mal jetzt die Ideenschmiede richtig anschmeißen und gucken und da auch Formen für uns finden, wie wir mit Reformen im System oder Reformen aus dem System heraus Richtung dieser anderen Kommunewelt, wie wir da möglichst gut uns Ideen einfallen lassen können und was machen können und ja, dass das so gut ineinander greifen kann.
Also mit gewissem Abstand, muss ich mal deutlich sagen, eben ist das, was da jetzt in unserem Austausch seit der vor ein paar Monaten da zustande gekommen ist, angefangen hat, das, was da an Konzepten da ist und wie das ineinandergreifen kann, die Wohlfühlstimme, die Hausarztvertrauenskommune und schon bei der Wohlfühlstimme, also ich sehe durchaus, dass das noch ein Zwischenglied sein kann, dass die Unternehmer, die Mediziner, die Nahrungsmittelhersteller, dass die dann durch die Orientierung an der Wohlfühlstimme ja ein Stück weit gebunden sind auch. Also natürlich wäre toll, alle haben die freiwillige Einsicht und Reife, aber als reformerischer Zwischenschritt ist das genial gedacht auch mit der Wohlfühlstimme und dann dieses Bindeglied auch, dass die Vertrauensarztkommunen Übergänge schaffen können, Übergangsformen sein können zu der ganzheitlichen Alternativkommune, zu einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune. Die Ideen mit den verschiedenen Formen Frack, Elemente und Werkzeuge zu schaffen, die Talks, die Forenarbeit. Also da ist, und auch, ja, ich sag's ganz direkt auch, also auch diese Aufgeschlossenheit überhaupt mitzumachen dann bei sowas wie Friedensagentur. Also ich habe in den 30 Jahren keine solche Bereitschaft da getroffen, dann auch als Friedensagent sich so direkt und eigentlich auf allen Ebenen, ob jetzt verbal, ob schriftlich, also damit einzubringen. Die Leute rennen eher weg. Die Leute wollen ihre eigenen Probleme nicht wirklich lösen. Sie tauschen eher die Partner oder ihr Umfeld, als dass sie die Konfliktarbeit so richtig gründlich machen. Sie nehmen eher Niederlagen, wenn sie irgendwo auf Mobbing stoßen. Nehmen sie eher in Kauf, als eine Aufklärung durchzuführen, die alle aus dem Mobbing reißen würde, weil sie selbst viel zu viel auch in solche Dinge verstrickt sind. Also das ist erschreckend, das ist schlimm, dass da eben so gar nicht dieser Aufbruchsgeist so einfach dann aufkommt oder man das nicht so antrifft bei Leuten. Also da ist das eine ganz glückliche Begegnung in meinen Augen, dass wir uns da vor ein paar Monaten getroffen haben und seitdem da auch versuchen, in der Richtung zu kooperieren mit diesen verschiedenen Ebenen und Schienen. Und man kann nur hoffen, dass das irgendwie mal richtig greift. Also auch das mit der Stiftung Warentest. Ich habe früher, als ich auf der Straße gepilgert bin, habe ich den Vergleich auch aufgebracht und habe gesagt, wir haben eine Stiftung Warentest für jedes Stück Seife irgendwo im Supermarktregal. Wir haben keine Stiftung Warentest für die Werteorientierung und die Systeme, die Gesellschaftssysteme, in denen Menschen leben und die ihr ganzes Schicksal sind. Also ja, und auch nicht für die Politiker, auch für die Politiker nicht, gell? Auch für die Politiker haben wir es nicht. Ja, richtig. Wir prüfen die wichtigsten Sachen nicht, aber die billigen Stücke Seife im Regal, bei denen ist es uns wichtig, dass da die Stiftung Warentest gut prüft. Also das sind alles Ansatzpunkte, sind alles wirklich wertvolle Hebelgedanken, wo was passieren müsste, also was auch für die Menschen wirklich dann ja Augenöffner sein könnten. Da müssen wir einfach wirklich eben dranbleiben und tun, was wir können. Also wenn jetzt nicht in der Corona-Zeit den Leuten so oder mehr Leuten jetzt jedenfalls erstmal die Augen aufgehen, also dann sieht es wirklich arm aus mit dem Augen aufgehen insgesamt. Aber sehen wir es mal positiv, also es bringt ja immer viel, positive Perspektiven zu schaffen. So wie, das haben Sie richtig gesagt, so die Spirit Identification Level, diese Brücke von Post-Conventional Level zum ozeanischen Einheitsbewusstsein. Also das sind, ich mag sehr gerne, die positiven Perspektiven dann so zu betonen. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, wenn ihre Zeit gekommen ist. Wenn die Menschheit nochmal aufwachen will zum kritischen Bewusstsein, zum Bewusstsein fürs Ganze und Verantwortung im Ganzen, dann sollte sie das jetzt tun, weil wenn sie es jetzt nicht tut, dann kann da eben wirklich ganz viel Zug abgefahren sein. Ja, insofern, ich sage das mal als mein Schlusswort. Ne? Ganz herzlichen Dank. Aber sagen Sie bitte noch mal ganz kurz was dazu. Ist es uns jetzt gelungen, verständlich die Brücke? Ich habe ja angefangen quasi mit den Sozialspartlern, mit den vorteilbringenden Irrtümern, mit dem Thema auch Mindestlohn, diesem heiß umstrittenen Thema, wie dann eben die
sozusagen Massenarbeitslosen erzeugt werden, wie dann der Arbeitslose, der Langzeitarbeitslose esssüchtig wird, dann Schwierigkeiten hat, gesunde Ernährung zu akzeptieren, weil er eben esssüchtig ist sozusagen, und wie wir dann über die auch eben über die positiven Anreize diese Fehler im System korrigieren, der Mensch dann nicht mehr arbeitslos ist und dann in der Kommune lebt, glücklich ist und dann endlich gesundes Essen auch an sich ranlässt. Ist diese Brücke für Sie schlüssig gewesen insgesamt? Ja, ich glaube, wir müssen mit vielem experimentieren. Aber ich sehe das tatsächlich auch so. Dadurch, dass man den Menschen einfach mehr Geld in die Taschen gibt, macht man sie nicht reifer oder verantwortungsbewusster oder holt sie nicht aus der Sucht raus. Das ist natürlich deshalb so ein beliebtes Heilungskonzept auch für neue Parteien, weil sie wollen alle lieber mehr Geld in die Taschen dann bekommen, als die inneren Suchtstrukturen aufarbeiten. Und wir wollen das äußere Korruptionssystem, so wird zumindest laut mit der Fanfare getrötet, abschaffen, aber wir wollen nicht die Korruptionsfaktoren und Motive in unserem Inneren wirklich aufarbeiten oder umkrempeln. Und das ist eine Form von, wir möchten, dass alles anders wird, aber es soll sich nicht viel ändern oder es soll vor allem das Wesentliche sich nicht ändern. Und da sind natürlich solche Ansätze, die sind wertvoll. Verantwortungsbewusstsein bekommen wir nur dadurch, dass wir die Menschen, dass wir ihnen einen Zugang dazu öffnen, also nicht durch mehr Geld in den Taschen, sondern mehr Bildung, Verantwortungsbildung, dass sie auf sich achten. Also was sie tun würden, wenn sie sich für freie Argumentekultur öffnen und entdecken ihr geistiges Potenzial, von dem ja Einstein meint, wir nutzen nur 10%, bin ich fest von überzeugt, dass wenn wir das mal wirklich spüren würden, auch wie schön das ist und das ganze Potenzial so an uns ranlassen würden, in unser Bewusstsein treten lassen würden, das kann schon richtige Knaller ergeben. Und ansonsten die Wohlfühlstimme, auch wenn die Leute davor weglaufen, aber sie müssen schon dazu gebracht werden, den Blick auf sich zu richten. Sie müssen es aushalten, nicht nur nach Augenblicksgenuss zu gehen. Weil es gab da auch einen schönen Spruch mal, nicht alles, was im Augenblick Spaß macht, ist auch das Richtige oder Wichtige. Und nicht alles, was richtig und wichtig ist, macht im Augenblick auch den meisten Spaß. Das heißt, da braucht es eine andere Reife im Umgang mit den Dingen, als sie so beliebt ist bei diesem oberflächlichen Konsumieren des Augenblickskicks. Und ja, also da sind das wertvolle Reformkonzepte. Wir müssen da viel experimentieren, sicherlich. Vielleicht brauchen sie auch noch so ein Computerspiel, was sie da abholt, wo sie sind, um sie auch mit Verantwortung zu ködern. Mit Schritten in dieser Richtung. Wir brauchen... Welcome to Globify. Well, you're the first participant. For meeting options, press star 1. Ich drücke auf Pause. Das richtig greift. Ja, und ich sage noch mal ein Schlusswort dazu. Also, ich sehe ja die Wohlfühlstimme sehr unkompliziert, ja, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, jetzt zum Beispiel, man hat die Partnerin zum Beispiel kriegt jetzt wird krebskrank und so weiter, und dann merkt man, mir geht's schlecht, ich gebe eine schlechtere Wohlfühlstimme ab, und darüber, über den Mechanismus wird dann zum Beispiel werden die ganzen Firmen wieder motiviert, alles dafür zu tun, dass Krebs in der Gesellschaft immer unwahrscheinlicher wird. Ja? Also das heißt, ich sehe das sehr unkompliziert mit der Wohlfühlstimme, denn wie gesagt, wir lassen ja die Suchtkranken in Ruhe. Wir benutzen ja die Wohlfühlstimme nicht, um die Leute zu irgendwas zu nötigen, ja? Also, sondern wir setzen sie ja überhaupt nicht unter Druck. Wir lassen sie auch Süchtige sein. Denn wir sagen ja, wir müssen sie erst mit Glück überschütten, dann können sie von der Sucht freikommen. Aber freiwillig, nicht unter Druck setzen. Ja? Und dann vielleicht noch,
Nochmal zu dem, was Sie vorhin richtig gesagt haben mit dem Geld. Gell? Im Moment ist es so, dass Konsumsüchtige Politik machen in den Parteien. Ja? Und wie denken Konsumsüchtige? Naja, mehr Geld ist die einzige Lösung. Nur, dass das das Dilemma ist, dass das mit dem Mehrgeld einfach nicht so einfach möglich ist, weil die Reichen haben die Möglichkeit zu flüchten aus dem Lande und können ihr Geld einfach mitnehmen und wegnehmen. Und einfach so zu sagen, wir geben einfach mal den Leuten irgendwie mehr Geld, ist einfach nicht so leicht möglich, weil die Reichen die Möglichkeit haben, dagegen sich zu wehren, weil wir eben keine Mauer bauen wollen. Ne? Wenn man eine Mauer baut, kann man das machen. Da muss man die Leute halt einsperren, die Reichen. Dann kann man von denen was wegnehmen. Aber im Moment hat jeder Reiche die Möglichkeit, innerhalb von 2 Wochen kann der sofort in ein anderes Land gehen, sein ganzes Geld transferieren, seine Arbeitsplätze mitnehmen und Deutschland verlassen. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, wir geben einfach mal den Leuten einfach mal mehr Geld. Außerdem haben sie dann zwar mehr Geld zum Konsumieren, aber sie sind ja nicht glücklicher. Sie haben deswegen noch lange keine Kommune, die funktioniert. Ja? Können wir das so als Schlussgedanken sehen? Sind wir uns da einig? Hallo? Hallo? Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ich mache noch mal kurz auf Pause. Meine Schlussfrage also an Herrn Wagner ist noch mal, ob er also auch dieses so sehen kann wie wir, dass wir sagen, Geld allein macht nicht glücklich, Geld ist nicht der richtige Weg für die ideale Politik, weil die Leute, auch wenn wir sie mit Geld überschütten würden, immer noch keine glückliche Kommune haben, in der sie glücklich und zufrieden leben können. Ja, jetzt gleich können Sie wieder was sagen. Ja, geht es schon? Ja. Ja, dem stimme ich, wie vorhin schon gesagt, zu. Dem Geldsüchtigen mehr Geld zu geben, ist nicht das beste Suchtheilungsmittel. Dem Heroinsüchtigen mehr Heroin zu geben, ja auch nicht. Also von daher, da hilft es dann nur, wenn man Entwöhnungshilfe gibt oder positive andere Anreize, die das ersetzen können. Und ich denke mal, für Verantwortungsentwicklung des Menschen braucht es Verantwortungsbildung. Das ist gar nicht durch irgendwas anderes. Und da sind diese reformerischen Mittel, von denen wir heute viel gesprochen haben, sind da ganz wertvolle Hilfestellungen und Stützen, dass man da hinkommen könnte, dass die Menschen wirklich in echte Verantwortungsbildung geführt werden können. Ja, können Sie das auch akzeptieren, wenn wir sagen, wir wollen den Leuten über die Kommune, über die Gesundheitskommune und dann die Frackkommune des Hausarztes mit Glück überschütten, sodass sie dann die Suchtmittel nicht mehr brauchen? Wenn das klappt, ist das ein ganz wertvoller Weg, den Menschen die Dimension zu öffnen. So, ja? Ja, alles klar. Dann beende ich die heutige wissenschaftliche Tagesschau heute und bis demnächst. Ne? Tschüssi, bis bald. Ja, Gruß von mir auch an alle. Ja, nochmal der Gruß. Ja, einen ganz herzlichen Gruß auch von mir an alle. Lasst uns weitermachen, möglichst viel Kraft für die Verantwortungsrevolution. Alles klar, tschüssi, bis bald.